Social Media haben wir diese Woche im Fokus. Herzlich willkommen zurück zum Magazin. Uns findet Sie ja nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf Facebook und Twitter unter Dies Teletop. Auf Instagram gibt es dort sogar einen Blick hinter die Kulissen. Aber soziale Medien gibt es noch viel mehr. Snapchat oder YouTube zum Beispiel. Was all diese verschiedenen Plattformen alles können und wie sie sich unterscheiden, das zeigt Ihnen jetzt der Thomas Brunner. Die Anzahl Social-Media-Plattformen wird immer grösser und auch die Nutzerzahlen steigen ständig. Eine der ältesten und bekanntesten Plattformen ist Facebook. Beim jüngeren Publikum wird Facebook aber immer unbeliebter. Die Jugendlichen, die nachrücken, also die wollen wieder ihre eigene Plattform haben, die wollen wieder etwas anderes, die wollen nicht den, blöd gesagt, Snapchat brauchen, wo schon ihre ältere Schwester oder der ältere Bruder drauf ist. Und das erklärt auch ein Stück weit, wieso bei Facebook die User immer älter werden. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass die Jugendlichen nicht mehr möchten auf einer Plattform sein, wo zum Beispiel dann der Opa ihnen einen peinlichen Kommentar auf ihre Wahl schreibt. Während sich die ältere Generation hauptsächlich Textnachrichten schickt, fühlen sich die jüngeren Nutzer mehr von Bildern und Videos angesprochen. Das zeigt sich auch in der Nutzung der verschiedenen Plattformen. Natürlich gibt es Plattformen, wo insbesondere die Jugendlichen oder junge Leute aktiv sind, beispielsweise Snapchat oder Instagram. Aber auch die Älteren sind zum Beispiel sehr stark vertreten auf Facebook oder LinkedIn. Also ist eigentlich ein Thema für alle. Snapchat zum Beispiel ist aufs Verschicken von Bildern ausgerichtet. Die komplizierte Handhabung schreckt aber auch viele Leute ab. Vor allem das ältere Publikum hat Mühe mit der neuen Plattform. Und genau darin liegt der Reiz für die Jugendlichen. Snapchat ist genau das Phänomen, dass es von der Bedienbarkeit so sonderbar ist. dass es, wenn es die Jugendlichen mal verstanden haben, für die Erwachsenen schwierig zugänglich ist. Also sprich, sie haben dort eine Plattform für sich und ihre Jugendkultur gefunden, wo sie sich ausleben können, ohne dass die Erwachsenen ihnen dort einfach reingrätschen. Da gehört natürlich auch dazu, dass viele von diesen Inhalten ja in einer kürzesten Zeit, das sind 24 Stunden, wieder verschwinden. Anders ist Instagram, die auch bei den Jugendlichen sehr beliebte Social-Media-Plattform mit über 400 Millionen Nutzern, ist eine Foto- und Videoplattform. Da findet man zum Beispiel sehr schnell Personen mit ähnlichen Interessen. Ein Instagram-User, der kann wirklich ein ernsthaftes Profil aufbauen, wo man zum Beispiel dann auch zu einem sogenannten Influencer avancieren kann. Influencer, so ein bisschen der Inbegriff für Leute, die zum Beispiel jetzt eben mit Instagram sogar ihr Geld verdienen. Gewisse Leute werden ja sogar sehr reich. Ich glaube aber auch, dass viele Jugendliche eben dann genau von dem Bild vom Influencer angezogen werden, in der Hoffnung vielleicht auch mal so reich zu werden. Und wie es so ist in diesem Leben, nur die wenigsten werden es je schaffen. Aber nicht alle grossen sozialen Netzwerke sind zur Unterhaltung gedacht. Die Plattformen LinkedIn oder Xing sind dafür da, Unternehmen und Personen beruflich zu präsentieren und Kontakt zu knüpfen. LinkedIn wie auch Xing sind die beiden Social-Media-Plattformen, wo es genau darum geht, können sie CV aufzuladen und ein berufliches Netzwerk online aufzubauen. Es gibt noch unzählige weitere Social-Media-Plattformen, zum Beispiel für Sportler, Gamer, Singles oder solche, die für alle geeignet sind, sowie YouTube oder WhatsApp. Ja, mit diesen sozialen Medien lässt sich auch Geld verdienen. Morgen stellen wir Ihnen an dieser Stelle einen sogenannten Influencer vor. So viel Top-Fokus für heute. Jetzt kommt der Top-Tag über das neue Knie-Musical. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Adi miteinander.